Jo. Wow, ist das, dunkel. Herzlich willkommen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nur der Vorschau-Monitor, oder? Ja, ja, der ist ein bisschen, ich glaube, ihr seht uns aber, hallo, hallo. Ja, ansonsten macht diese Schemen aus, die Stimmen erkennt ihr ja hoffentlich. Ja, ich bin der Gregor. Ich bin der Nils. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Let's Play. Und zwar Let's Playen wir ein Spiel, das wir eigentlich schon am Mittwoch spielen wollten. Aber jetzt war der Download erst fertig, ne? Der Download ist vor einer Minute fertig geworden. Xenoblade Chronicles X ist das Thema. Schön. Das ist sehr schön. Ja. Da freue ich mich auch schon ein bisschen länger drauf. Ich habe immer drauf geschielt, ganz neidisch, der Kollege Tövs, der natürlich extra für diesen ganzen Scheiß Japanisch gelernt hat. Spiel schon seit ungefähr 6-7 Monaten. Ich weiß. Japan draußen ist. Und wir müssen da sitzen und darauf harren, dass das Ding jetzt endlich im Dezember rauskommt. Ich glaube, 4. Dezember ist der offizielle Release. Mhm. Und ey, ich persönlich bin großer Fan der Xeno-Serie, auch wenn die Spiele miteinander nicht viel zu tun haben. Ich habe gedacht, wenn wir schon mal hier dabei sind, kann ich einmal kurz die Sammlung mal mitbringen. Mhm. Hast du irgendwas von den Sachen mal gespielt? Das habe ich noch, Xenogears, ne? Mhm. Der quasi... Ja, alles inoffiziell natürlich. Die hängen ja, storymäßig nicht zusammen, aber es ist der gleiche Entwickler. Ja. Damals noch für Squaresoft gemacht und die haben quasi das Xeno vorne dann immer als Silbe behalten, wenn sie ihre Spiele gemacht haben. Da gab es nach Xenogears auf der PlayStation. Ist so ein bisschen 1. wie Final Fantasy. Ich meine, die Final Fantasy-Teile hängen ja auch nicht miteinander zusammen in der Regel. Genau. Und man weiß aber ungefähr, was einen erwartet. Xeno steht ja auch immer so ein bisschen für Max. Genau. Das und JRPG und. Das ist so das Leitmotiv, was sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch die Reihe zieht. Genau, ne? Es ist, als es in den 90ern rauskam, war es eben so eine Mischung. Es war ein großer Tacken Final Fantasy drin, dann war der Rest Star Wars, so ein bisschen so vom... Makros nochmal ein bisschen so große Mecher, so Evangelion, wer die Dinger damals zum Beispiel geguckt hat. Und das war zum Beispiel Episode 5, die hat mal geplant, da 6 Spiele draus zu machen. Mhm. Nicht passiert, dann kam auf der PlayStation 2 3 Xeno-Saga-Teile und natürlich Xenoblade Chronicles, der auch wieder indirekte Vorgänger. Also das kann man schon fast als wirklich einen Vorgänger bezeichnen. Story hat auch wieder gar nichts damit zu tun. Nee, aber spielerisch ist es schon vergleichbar, weil Xenoblade war halt schon spielerisch, kann man sagen, so das erste richtige, oder weiß nicht, ob es das erste ist, aber war auf jeden Fall ein, was möchtest du, die Funktion automatisches Ausschalten? Ja. Achso, ja. Xenoblade war halt schon so ein, wie ein Massively Multiplayer Singleplayer, also ein Massively Singleplayer Roleplay-Game, ja, wenn du so willst. Das saß bisher wirklich nicht besonders oft. Das Einzige, was mir in der Hinsicht einfallen würde, wäre Final Fantasy XII gewesen, was auch so dieses Offline-MMO-mäßige dann gemacht hat, das Spielsystem, dass du nicht mehr in ein Menü gehst und dann das Spiel anhält und das auswählst, sondern dann quasi wie bei einem MMO-Skills mit Cooldowns, mit allem drum und dran hast. Und ja, das Gefühl hatte ich bei Xenoblade auch, plus so ein ziemliches Monster Hunter-Feeling nochmal dazu. Ja, also Monster Hunter. Von wegen der großen Gegner, wenn du da weit unterwegs bist, die jagst, die. Ich habe jetzt aus Versehen schon mal Start gedrückt. So, wir reden gleich noch ein bisschen. Ja. Hier beginnt das Intro. Wie gesagt, New Game, also komplett so sieht das Spiel aus, wenn man das Spiel startet. Mhm. Zum allerersten Mal. Müssen wir mal checken. Ich hoffe mal, dass die Intros ein bisschen knackiger gemacht haben, weil das waren die Sendungsspiele, dafür waren sie auch bekannt. Cutscenes bis zum geht nicht mehr länger als in Metal Gear. Ja. Die Chipstüte im Weltall? Nein. Das sieht so ein bisschen aus wie das, was man hier so in den Weltraum geschickt hat, falls Aliens das finden. Mhm. Mit einer Schallplatte von den Beatles. Das war ja das Geile am quasi Vorgänger an Xenoblade, dass diese Spielwelt im Prinzip auf einem Planeten stattfand und dieser Planet waren im Prinzip zwei über die Zeiten, wie sagt man, nicht versteinerte, aber ja, das waren zwei Götter, die im Prinzip gegeneinander gekämpft haben und dann irgendwie versteinert sind und auf dieser Versteinerung, die riesengroß ist, also halt planetengroß, quasi die Welt. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Ja, es ist ganz, ganz strange. Also ich habe auch erstmal geschluckt im Intro, als es gezeigt hat. Diese zwei Götter in diesem Meer stehen sie und kämpfen wohl jahrhundertelang miteinander. Und dann mit dem letzten Move töten sie sich beide gleichzeitig. Die Schwerter sind überkreuzt in der Mitte. Und verbinden die beiden Welten. Und auf der einen hast du die Welt der Menschen sozusagen, auf einem der Giganten, auf der anderen waren, wie ist die, McConnells oder so, die mechanischen Menschen. Aber das war eine geile Idee, weil du bist dann auf dieser Welt gelaufen, du fängst am Fuß von dem einen quasi an, musst dich dann hocharbeiten, läufst dann über das Schwert auf den anderen Planeten und egal wo du warst, du hast immer quasi
Horizont, am Horizont. Siehst immer mal da ein Bein, da ein Arm oder so. Oder das, ja, das Schwert, die beiden Schwerter, die sich so. Was ne, das ist auch sehr Star Wars. Ja, das jetzt nicht mehr. Aber also die Grundgeschichte, ich habe mich auch nicht allzu schlau gemacht im Vorhinein, weil ich das natürlich dann auch alles selber wo erkennen will. Das ist irgendwie so die typische, die Menschheit flieht und siedelt neue Planeten an. Das dann darstellen. Es spielt auf der Erde, muss man sagen. Ne? Spielt es auf der Erde? Nee, spielt nicht auf der Erde. Los Angeles. Ja, es ist New Los Angeles oder irgendwie sowas. So, ich dachte, also, es sind irgendwie neue Städte, die auf neuen Planeten geformt wurden, die an alte dann erinnern. So, also wir können ja mal kurz mal hin. Hier, guck, da steht es ja auch. Binkel, sie legt die Erde in Schutt und Asche. Also hat sich das auch erklärt. Ist noch gar nicht so eine weite Zukunft. Ne? 2054 ist jetzt in 30 Jahren so oder 40 Jahren. Also das ist so. Ja, da sollte man sich denken, die sollten mal lieber wirklich mal 2200 irgendwie sonst was daneben, weil schau dir die Filme an, die in den 60er, 70ern entstanden sind. In der fernen Zukunft, 1995, werden Autos durch die Gegend fliegen und Menschen werden verkleinert und in den Blutstrom geschossen. Stimmt nicht so ganz. Okay, 4,5 Milliarden Jahren ist schon ein bisschen Abstand. Stand das da gerade? Ja, ja, vor 4,5 Milliarden verließen wir die Erde. Ja, grafisch muss man sagen, ist natürlich Wii U, ne? Also darf man jetzt nicht zu viel erwarten. Dafür kriegt man auch eine massiv große Welt. Also, ja, klar, grafisch kann man immer sagen, warum ist die Konsole nicht leistungsfähiger von Nintendo? Aber spielerisch bin ich froh, dass es sowas gibt. Ja, letzten Endes, du würdest auch nicht so viel Gelegenheit haben, auf der Wii mal sehr eigenständige Spiele zu zocken, die mal nicht direkt nur von Nintendo kommen, wo nicht Mario und Zelda draufsteht. Und da nehme ich auch das bisschen gröbere Grafik in Kauf oder zumindest in die Gesichter der Charaktere möchte man nicht gerne schauen, dafür sind die Mechas eben da, dass die umso cooler ausschauen. Aber Monolith ist quasi exklusiv Nintendo oder was? Ja, Monolith, das waren eben die Leute, die früher bei Squaresoft angestellt waren, so teilweise solche Games, also große Teile des Teams haben so die Chrono Trigger gemacht, Xenogears, Chrono Cross und dann sind sie weggegangen von Nintendo zu Namco, haben da Xenosaga und Baten Kaitos gemacht, falls du es mal gesehen hast, das ist so ein Karten-RPG auf für Nintendo-Konsolen und da haben sie die Beziehung zu Nintendo aufgebaut und jetzt sind sie quasi, wie nennt man das, so Nintendo Second Party, dass die hauptsächlich für die dann Spiele entwickeln, also dass nicht irgendwie Monolith Games für andere Konsolen rauskommen. Und die beiden großen von denen sind eben Xenoblade und Xenoblade Chronicles X. Was ich bei Xenoblades halt geil fand, war halt wirklich diese so eine Welt wie bei World of Warcraft im Prinzip, dass du am Anfang losgehst und du siehst natürlich deine, weiß ich nicht, Level 1 Karnickel und Level 3 Viecher, aber wenn du ein bisschen losläufst, da hinten rechts in der Ecke und kannst du hinlaufen, läuft ein Level 88 Vieh rum und ist einfach nur beeindruckend und du denkst einfach nur, oh geil, eines Tages werde ich da Deswegen nehmen auch mal das Schwert in den Bauchrahmen. Genau. Zum Glück sind nicht auch alle von denen aggro, wenn du dran vorbeiläufst. Also manche schon, da weißt du nicht, okay, im besten Fall da nicht langlaufen. Das hier ist auch eine Neuheit. Im ersten hatten wir ja einen richtigen Hauptcharakter. Shulk, glaube ich, hieß der, ne? Auch komplett charakterisiert, Voice-Over. Und hier schaffst du deinen Charakter selbst. Und den Tipp, den ich gehört habe, ist, wenn du einen Charakter baust, du siehst, die Gesichter sind schon arg strange. Sind irgendwie komisch, ein bisschen glatt Japanoides. Man soll die Charaktere schön alt machen. Also das, weil dann sehen die tatsächlich aus, als ob die ein bisschen Definition im Gesicht haben und nicht dann so wie glatte Puppen. Das war der Tipp, den ich gehört habe. Das ist Gesichtstyp alter Mann. Ja. Sie sehen auch wie alte Männer aus, aber immerhin haben die dann Kanten im Gesicht. Ja, ich verstehe. Ja. Ja, wir werden das ja eh auch, also wir spielen das jetzt natürlich für euch hier alle, damit wir mal einen kleinen Eindruck zeigen können. Haben es auf der Gamescom schon vorgespielt bekommen in späteren Leveln. Wir werden jeder von uns eh nochmal separat anfangen und den hohen eigenen Charakter basteln. Also das, was wir jetzt hier machen, ist nicht unser finaler Johnny, den wir in der Welt unterwegs sind. Ja, ich mache deshalb jetzt auch hier nicht so lange rum. Ihr kennt ja diese Editoren, die mittlerweile, gut, hier in dem Fall geht's noch, aber bei Fallout... Wie viel hast du bei Fallout an Zeit für deinen Charakter investiert? Der ist ja ziemlich gut, der Editor. Pass auf. Da hast du Bilder vom Charakter drauf. Ich zeig dir kurz meinen Fallout-Charakter. Zeig ihn mal. Ich habe, muss ich dazu sagen, versucht, mich selbst zu bauen. Weißt du, wie das ausschaut? Kann man es mal in die Kamera halten? Das ist ja fantastisch. Zu einem sieht er aus wie, halt, stopp! Hier wird gemacht, was ich mache. Der Typ vom Frauentausch. Und
Die haben gerade vorgestellt für, ich glaube, die Polizei in Bayern so neue Uniformen für so Bombenmannschaften. Die sehen auch dann so aus, so geil mit dicken Hälchen. Ja, genau, so wie Lord Hälchen sehen sie aus. So hat es ein bisschen den Eindruck. Ja, ich habe Gudrun, die gute Gudrun, die nach ihrem Baby sucht. Ich lasse das jetzt alles mal so, okay? Ja, das ist lass das mal geht einfach nur von der Zockzeit ab. Ich weiß noch nicht, inwiefern du der jetzt irgendwie Wörter in den Mund gelegt bekommt. Ich glaube, der ist tatsächlich auch stumm, der Charakter, den man selber spielt und die Leute drumherum quatschen dann. Ist ja oft so. Ist oft, genau. Also wenn du eh so einen Avatar hast. Bei Zelda zum Beispiel. Also, da gab es ein MMO-mäßiges Game auf der PlayStation 3 namens White Knight Chronicles. Und das war ein bisschen strange, weil da hast du einen Charakter gebaut, aber der war auch eindeutig nicht der, also der war stumm, aber auch nicht der Hauptcharakter der Story, sondern war ein Partymitglied des Hauptcharakters. Und du bist dann bei White Knight Chronicles auf der PlayStation 3. Disengaging stasis in 10 seconds. Aber jetzt ist es ein bisschen cooler. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Also noch ein Spiel, wo man aus dem Kälteschlaf auswacht. Lass mich raten, Amnesie. Du wirst dich jetzt nicht dran erinnern können, weil du so lange im Kälteschlaf warst. Nach 4,5 Milliarden haben wir dich aufgetaut. Das ist unsere neue Stadt, New Angeles. Releasing Hatch. Please stand clear. Luke wird freigegeben? Ja. Was hat der denn damit zu tun? Es ist ganz bestimmt Amnesie. Es ist immer Amnesie. Dann hast du auch einen Grund, damit dir tutorialmäßig was beigebracht wird. Ja, und vor allen Dingen, damit irgendwann rauskommt, dass irgendeines deiner Familienmitglieder... Eigentlich bist du... Oder eigentlich bist du der Böse und... Genau, entweder bist du der Böse oder bist einer der Ersatzkörper für den König und musst dann dich gegen ihn auflehnen, damit er nicht deinen Körper übernimmt am Ende. Irgendwie sowas. Sieht jetzt so vom Look auch ein bisschen wie Star Ocean aus. Ja, hat auch wirklich was von Star Ocean, stimmt. Just take it nice and slow, okay? Das wäre ziemlicher Käse, ne? Bin ich nie richtig warm geworden. Ich habe es mal ein paar Stunden angespielt, irgendeinen der 80 Teile, aber war mir auch zu kindlich. Mhm. Das war mir too much irgendwie. Ja, die ganz alten sind noch ja, so klassisch aus der Super Nintendo-Ära eben. Die kann man noch spielen, die neueren sind... spielen sich gut, der Rest ist scheiße. Mhm. Ja, Sprachausgabe für Nintendo-RPG ist ja schon... Ja. Woher hatte Xenoblade ja, glaube ich, auch schon. Hat er auch. Also da, ich glaube, ich kann es jetzt hier auch schon mal ein bisschen abhören. Das, was ich ein bisschen schade finde, die hatten ja so diese geile britische Synchro beim ersten. Das haben sie irgendwie nur in England synchronisiert und nicht in Amerika. Stimmt. Ja. Deshalb hatten sie auch immer so diese dicken Dialekte dann drauf. So, Rodolfo Esteban Cardoso. Ach so, hier. Da unten. Wie soll er mal heißen? Zoxor. Ich weiß ja nicht, wie heißt man denn so 4,5 Milliarden? Mr. Beans? Beansor. Was für ein schöner Name, Beansor. Was du so, ich kenne auch Leute, die haben immer so ihre Charaktere dann so Pimmel und Kacke Arschfurz genannt. Das ging nicht. Ich musste immer so, da ich habe meine Rollenspielcharaktere immer Stan genannt. Mhm. Daher kam irgendwann auch Stanley Bolt. Ja. Weil ich wollte irgendwie, ich brauchte immer einen Namen, der, weiß ich nicht, der mir gefällt mit dem, der dann irgendwie. Ja, so du musst dann immer gucken, es ist lustig für 5 Minuten, wenn du sie Pipi Kaka oder sowas nennst und dann kannst du deinen Screenshot zeigen. Haha, ha, ja. Pipi Kaka, du musst deine Pokémon fangen. Ja, aber ich finde, es gab halt Leute, die fanden das immer lustig, wenn dann in der Quest stand, hey Kaka, du musst jetzt irgendwie, aber ich... Wer kann denn darüber mehr als eine Minute lang lachen? Ja eben, und ich finde, bei einem Rollenspiel will man ja auch irgendwie so sich so reinziehen lassen, ne, in die Story und alles. Und wenn du dann dauernd irgendwie das nicht ernst nimmst, dann ist das ja auch irgendwie Quatsch. Ja, ich hab sie meist Greg genannt, weil es A, kurz genug war. Ich dachte Chaz Ashley. Nee, Chaz Ashley, da wäre ich durcheinander gekommen, weil das ist ja der Hauptcharakter aus Phantasy Star 4. Es gibt nur ein Chaz Ashley. Er ist es bei Fallout 4 mitbekommen. Die haben ja alle so ganz, ganz viele mögliche Namen vertont, die den Cotsworth gegeben haben. Na, also wenn du deinen Charakter Roswitha nennst und wenn die das gespeichert haben, dann sprich dich tatsächlich mit Sprachausgabe mit dem Namen an. Aha. Und es ist mit dabei, es ist tatsächlich aufgenommen worden, Fuckface. Das heißt, wenn du deinen Charakter Fuckface nennst, dann kommt Cotsworth zu dir, Hello, Mr. Fuckface. Wirklich? Ja, und spricht das aus.
Aber nur auf dem PC? Oder? Auf allen Versionen, soweit ich es mitbekommen habe. Aber es ist natürlich nicht jeder Name drin, aber die haben sich schon da sehr viel aufgegeben. Also du hast Amnesie, du wirst jetzt hier rausgeholt, du kannst jetzt hier die Steuerung nehmen. Habe ich Amnesie? Ja, also woran kannst du dich noch erinnern, hat sie gefragt. Ich schätze mal, dass es nicht so viel ist. Da haben wir ein bisschen was. Ich bin mir nicht sicher, ob man schon direkt zu Beginn in Mechas oder andere Gefährte einsteigen kann oder ob man sich das erstmal verdienen muss. Gab's bei den alten Xenospielen hattest du immer so einen separaten Kampfmodus. Wenn du zu Fuß unterwegs gewesen bist und mit den Mechas war es immer zwar ähnlich, aber ein bisschen angepasst, was jetzt so die Moves angeht. Und bei den Mechas musstest du darauf achten, dass die genug Sprit haben und solches Zeug. Weiß natürlich nicht, wie es hier geregelt ist. Auf der Gamescom hatten wir uns gezeigt, auch dass man versuchen kann, mit Menschen gegen Mechas anzutreten oder gegen riesige Monster. Bringt natürlich nichts. Ja. Ist ja, als ob ein Floh irgendwie einem Elefanten an Fußnagel reibt. Ah, ist ein bisschen schade, dass er nicht spricht, weil sie stellt ihm dauernd Fragen und er guckt einfach nur sie an. Ja, es ist wirklich schade. Kennst du ein Videospiel mit flachbrüstigen Frauen? Flachbrüstigen Frauen? Oder mit keinem großen Busen? Oh, die bewusst flachbrüstig gemacht wurden. Naja, was heißt, vielleicht wurden sie auch einfach bewusst großbusig gemacht. Einfach also, wenn... Im echten Leben gibt es ja alle Formen von Größen, aber in Videospielen habe ich das Gefühl, es gibt nur eine. Ja, man muss auch denken, was für Designer dann meist dran sitzen. Ach komm, mach mal den Slider ein bisschen höher. So wie bei Lisa, der helle Wahnsinn. Ja genau, ich bin abgerutscht, ich konnte, jetzt ist er aufgebläht, jetzt kann ich nicht wieder zurückgehen. Das war es ja auch bei Tomb Raider so, ne? Das war ja ein Fehler, dass die Einstellung so war, haben sie gelassen. Aber ja, ich glaube... Das hat denen wahrscheinlich ein Franchise ermöglicht. Wenn, dann haben sie bewusst nur in einer großen Party vielleicht einen Charakter, der flachbrüstig ist, damit sie sich darüber lustig machen können. Haha, du bist so flach. Okay, also... Leiste und es scheint relativ ähnlich zu sein gegenüber von. Also man muss rangehen, es ist im Prinzip ein bisschen wie World of Warcraft. Er haut auch alleine drauf, ne? Und haut er eigentlich auch, macht er auch Schaden, wenn ich weit weg bin, trifft er dann auch? Er sollte eigentlich, genau. Naja, genau, also ich muss nicht rangehen. Und jetzt habe ich halt links und rechts noch Special Skills. Brandgranate, Thermoschaden bewirkt Brand. Ja, okay. Das sind kaputt gemacht. Ja genau, das sind dann deine Skills, die du gerade freigeschaltet hast, die aber auch, wenn du sie aktivierst, dann einen Cooldown brauchen, bevor sie nochmal einsetzt. You're not half bad. Wie war es dann beim alten Xenoblade? Du hattest dann deine Kollegen, ne? Die haben dann... Die haben entweder automatisch gekämpft oder du konntest wechseln zwischen den Charakteren und konntest dann quasi manuell bestimmen, was sie machen sollen. Ich sehe gerade, es blinkt und so. Und du konntest denen auch, glaube ich, sagen, wie sie sich verhalten sollen. So was, genau. So Richtlinien, so wie bei Final Fantasy. Benutzt bitte nicht alle die geilen Heil-Items, sonst kriegst du in die Fresse. Genau. Unser schönes Werbeschild blinkt hier gerade im Moment und es ist Zeit, dass wir mal kurz in die Werbung gehen. Wenn wir wieder zurück sind, dann schauen wir mal, was wir mit dem Urblatter anstellen können, was auch immer das ist. Ja, das Loot. Das Loot. Also, kurz Werbung, bis gleich.